mutig, denn du bist nicht allein. Was man über dich redet, kann dir gleichgültig sein. Sei mutig, denn Menschen finden sich, die frei fühlen und denken und sie lieben dich. Mein Name ist Petra Becker, ich bin Geschäftsführerin der EZ-Hilfe in Halle. Das schon seit 2004. In der Zeit hat sich auch hier in der EZ-Hilfe vieles verändert. Wir haben neue Räume bekommen, wir haben unseren Seminarraum gestalten können, wir haben eine kleine Bibliothek dazu bekommen. Also quasi ein Bereich, der als offener Bereich gilt und natürlich unsere Beratungsstelle. Wir führen verschiedene Aufgaben durch, was natürlich jede AIDS-Hilfe auszeichnet. Wir machen Präventionsarbeit. Wir machen Präventionsarbeit bei uns im Seminarraum und natürlich auch in den Schulen von Halle, in den Freizeiteinrichtungen, Jugendfreizeiteinrichtungen, also wo sich Jugendliche aufhalten und natürlich auch aufgeklärt werden müssen. Wir haben zu diesen Aufgaben natürlich unsere Hauptaufgaben in der Beratung und Betreuung von Klienten. Wir betreuen nicht nur in der Stadt Halle die Klienten, sondern wir sind für den gesamten Bereich des südlichen Sachsen-Anhaltes zuständig. Das heißt, wir haben einen Zulauf, der sich nicht nur auf die Bürger der Stadt Halle beschränkt, sondern eben auf viele Menschen. Wir führen hier bei uns in der Einrichtung persönliche Beratungen durch. Wir sind eingebunden in die Telefonberatung, in die Online-Beratung der Deutschen AIDS-Hilfe. Das heißt, wir sind in diesen Projekten mit integriert. Wir führen dort anonyme Beratungsgespräche durch und was natürlich sehr gefragt ist. Ich bin Dennis Leutloff, bin seit 2 Jahren in der AIDS-Hilfe tätig im Bereich Beratung und Betreuung. Und im Bereich Primärprävention im MSM, das heißt Männer Sex mit Männern haben. Unsere Präventionsarbeit ist sehr, sehr breit gefächert. Wir machen Präventionsarbeit in der Szene, also das, was speziell mein Bereich ist, einmal in den Diskotheken hier in Halle, in den schwulen Bereichen, was am Anfang sich etwas schwierig gestaltet hat, da man immer bei den Veranstaltern erst anklopfen musste, dürfen wir rein, musste man ein bisschen betteln. Das hat sich jetzt die letzte Zeit ein bisschen gelegt. Momentan ist es so, dass die Veranstalter uns selbst anrufen und sagen, ja, ihr könnt kommen, da sind wir jetzt froh drauf, hat lange, lange Kämpfe, muss man da bewältigen. Wir machen auch unsere eigene Veranstaltung, weil es war nicht viel los in Halle. Die Leute haben gesagt, man kann nicht weggehen, schwul in Halle. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen als EZ-Hilfe eine eigene Veranstaltung, das ist Queer Dance, haben wir jetzt seit einem Jahr laufen, wird auch ganz gut angenommen. Dann machen wir Präventionsarbeit direkt vor Ort an den Orten, wo Sex betrieben wird hier in Halle. Wir machen die Klappenaktion, das sind quasi öffentliche Toiletten, wo die Männer aufsuchen zum Sex, beziehungsweise an Sexorten, an Seen, wo wir auch mit vor Ort sind im Sommer dann. Ja, Dennis, ja. Ich sehe dich ja wirklich auf jeder Party. Immer die schönen Kondome dabei, immer die Lollis und immer gut bewaffnet mit einer Tasche und einer anderen Leute. Wie viele Partys machst du denn ja eigentlich überhaupt mit? Oh, das ist schwer zu sagen, aber ich denke mal so, ja, 40 Partys waren es bestimmt. 40 Partys, ey, Halleluja. Ja. Und wie viel hast du da schon kennengelernt? Also man lernt auf jeder Party neue Leute kennen, interessante Leute kennen, ganz viele verschiedene Leute, also die auch einmal offen sind für unsere Arbeit. Andere Leute sagen, nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, das müssen wir aber auch akzeptieren, machen wir auch. Ja, ist immer ganz vielseitig. Sind da mittlerweile auch schon Leute hergekommen und gesagt haben, ja, wir möchten euch unterstützen? Ja, da bin ich immer ganz froh drüber, dass die Leute auf uns zukommen und sagen, ja, ich möchte mitmachen und dass das Präventionsteam auch wächst und dass wir als Hauptamtler uns dann auch mal zurückziehen können und dass die Ehrenamtlichen dann komplett eigenständig mal Aktionen machen können. Wie viele Mitglieder seid ihr mittlerweile schon? Jetzt im Präventionsteam? Jetzt in dem schwulen Präventionsteam, Love Agents, sind wir knapp 10 Leute und das ist ganz gut. Und du machst ja nicht nur die ganzen Partys mit, sondern du hast mir vorhin ein schönes Heftchen in der Hand gedrückt. Wie lange machst du das eigentlich schon? Also unser Heft, das ist seit letztem Jahr September rausgekommen, das ist die RED. Das haben wir ins Leben gerufen mit unseren Ehrenamtlichen. Das ist ein ehrenamtliches Projekt, um einfach unsere Arbeit noch mehr nach außen zu bringen zu können, um zu zeigen, was wir eigentlich alles hier machen. Und das wollen wir damit bewirken. Was machen die ehrenamtlichen Leute eigentlich alles in Halle?
Also man kann ja in jedem Bereich ehrenamtlich tätig sein, ob es jetzt in der Beratung ist, in der Begleitung ist, in den Präventionsteams, einmal in dem allgemeinen Präventionsteam, im Schulenpräventionsteam, in unserem Kaffeebereich kann man ehrenamtlich tätig sein, also im Begegnungsbereich. Die Telefonberatung, was macht man da genau? Also was erzählt ihr da genau? Also Telefonberatung heißt ja, es ist ein Anrufer im Telefon, der eine Frage hat. So, und die Fragen musst du beantworten. Das ist natürlich viel gefächert, das kann HIV-AIDS-Bereich betreffen, aber auch die Themen sexuelle Gesundheit, sprich Geschlechtskrankheiten, also alles, was in diesem Rahmen überhaupt mit reinfällt. Was sind das eigentlich, was ist für ein Publikum, eher jüngeres oder älteres? Ja, das ist ziemlich gemischt. Also ich muss sagen, schon eher junges Publikum, so bis 35, 40, dann wird es vielleicht etwas weniger. Aber das kann man so allgemein gar nicht sagen. Also Fragesteller gibt es immer, eigentlich aus jeder Altersklasse. Rufen eigentlich auch Frauen an? Ja, rufen auch Frauen an, muss ich schon mal sagen. Manchmal im Auftrag, haben wir auch schon erlebt, aber es rufen auch Frauen an. Eher vielleicht weniger von der Prozentzahl, aber es passiert auch. Geht ihr denn eigentlich auch in die Schulen und klärt eigentlich auf Präventionsarbeit auf? Ja, natürlich gehen wir in die Schulen. Wir machen sehr oft Schulveranstaltungen. Also meine Kollegin, die Saskia, macht das und die ist da sehr gefragt, weil das, glaube ich, sehr gut ist, was sie macht. Ja, wie sieht das eigentlich bei euch medizinisch aus mit HIV? Bei uns sieht es medizinisch, ja, wie gesagt, wir haben hier in Halle zwei Spezialisten in Halle. Einmal unseren Schwerpunktarzt, der viele Klienten hat, und andererseits die Uniklinik, die auch eine Schwerpunkt, also eine Ambulanz hat. Und mit denen arbeiten wir alle beide zusammen. Und ich bin da, begleite da die Leute auch mit hin und halte dann auch immer die Kontakte. Und das funktioniert ganz gut. Was hat man da so für Medikamente, die man da nehmen kann? Also es gibt ja mittlerweile ganz gute Medikamente, also es ist ja immer noch nicht heilbar, aber es ist behandelbar. Ja, das, was Medikamente anbetrifft, das ist immer so eine medizinische Frage, die wirklich nur der behandelnde Arzt beantworten kann, weil da spielen so viele Faktoren eine Rolle, was halt die normalen Lebensumstände sind. Also wie lebe ich, gehe ich arbeiten, bin ich zu Hause, habe ich Schichten? Das muss alles vorher abgeklärt werden und darüber kann dann die Therapie eingestellt werden. Ja, ich würde einfach noch ergänzen, die Therapie ist eine Kombinationstherapie und diese Kombination bedeutet, das wird für jeden Patienten zusammengestellt. Also Therapie ist nicht gleich Therapie, sondern sie wird wirklich auf die Person zugeschnitten. Und damit sind die Medikamente äußerst wirksam und haben natürlich ein Ziel und das Ziel ist, die Viruslast unter die Nachweisgrenze zu drücken. Wenn das erfolgt, ist natürlich das erreicht, was man möchte, weil man kann die Krankheit nicht heilen. Das heißt, HIV ist behandelbar, aber nicht heilbar. Habe ich aber die Viruslast unter der Nachweisgrenze, kann ich zum Beispiel sagen, ich bin nicht mehr infektiös. Also der HIV-positive Mensch kann unter bestimmten Voraussetzungen Sex machen ohne Kondom. Das heißt, ich muss eine Viruslast unter der Nachweisgrenze haben, ich muss eine Kombinationstherapie zu mir nehmen, also die antiretrovirale Therapie, und ich darf keine Geschlechtskrankheiten und anderen Infektionskrankheiten haben. Dann ist nach heutigem Wissensstand dieser Mensch nicht mehr infektiös. Und das müssen die Menschen auch langsam lernen. Das muss auch das Umfeld lernen, dass man nicht nur Angst haben muss vor positiven Menschen, weil dieses Stigma ist das, was auch unsere Hauptaufgabe zurzeit ist, dass man das zurückdrängt und dass man das erkennt und dass das sich gewandelt hat im Laufe der Zeit. Wie hat sich die letzten Jahre eigentlich das verändert mit HIV? Wer hat sich eigentlich angesteckt und wie hoch sind die Grenzen? Also sicherlich stecken sich immer noch junge Leute an. Wir haben auch durch unseren Schnelltest, den wir im Haus haben, erkennen wir, dass es eigentlich junge Leute sind, die auch zu uns kommen. Aber es gibt natürlich, glaube ich, auch viele Ältere, die es vielleicht ignoriert haben, die vielleicht doch durch diese ganzen Präventionsmaßnahmen jetzt sagen, naja, ich mache mal den HIV-Test.
die vielleicht schon es länger geahnt haben oder, naja, ich will mal sagen, irgendwie muss man ja auch seinen Körper beobachten und irgendwie merkt man ja doch, wenn Veränderungen vonstatten gehen. Und deshalb denke ich, dass diese Maßnahmen auch diesen Test jetzt eher zu machen, gemeinsam vielleicht auch mit dem Partner zu machen, viel dazu beiträgt, dass das HIV nicht mehr so eine Schreckenskrankheit am Ende darstellt, sondern man erkennt, ich kann ja was dagegen tun und ich kann mich auch in dem Sinne schützen, indem ich vielleicht einen HIV-Test mache. Und ich weiß, ich habe keine Infektion bisher oder ich bin tatsächlich infiziert. Und das ist sicherlich auch für die Person eine Erkenntnis. Da muss man natürlich auch erst reinwachsen. Und dieser Prozess ist, glaube ich, jetzt im Gang. Wie lange gibt es eigentlich schon einen HIV-Test hier in Halle? Also den HIV-Test gibt es ja schon immer. So, der wird im Normalfall beim Gesundheitsamt gemacht oder beim Hausarzt oder natürlich beim HIV-Arzt. Wir bieten im Rahmen der IVID-Kampagne, die seit 2009 läuft, 2010 haben wir, glaube ich, unseren HIV-Schnelltest hier im Haus zum ersten Mal angeboten. Und das wird einmal im Monat hier von unserem HIV-Arzt begleitet. Und ich denke mal, das ist schon ein zusätzliches Angebot für die Stadt, aber vielleicht auch die Lücke, die gerade aufgeworfen ist, weil das Gesundheitsamt nicht diese Öffnungszeiten hat, die wir bieten. Wir bieten unseren HIV-Schnelltest in der Zeit von 18 bis 20 Uhr an einem Donnerstag im Monat. Das ist keine Zeit, wo ein Gesundheitsamt zum Beispiel auf hat oder ein Hausarzt auf hat. Und deshalb denke ich, ist das schon eine gute Alternative. Ich habe euch die Aidshilfe in Halle vorgestellt und ich sage, seid brave, seid mutig, meldet euch vielleicht sogar hier, wenn ihr ein paar Fragen habt. Und ich gebe jetzt einfach zurück ins Studio. Wohin du auch gehst, zu wem du auch stehst, warum du auch leidest, wofür du dich entscheidest. Bleib dir immer treu und sei keine Scheu, deine Träume zu leben, dafür alles zu geben. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Was man über dich redet, kann dir gleichgültig sein. Sei mutig, denn Menschen finden sich, die frei fühlen und denken und sie lieben dich. Hallo, mein Name ist Tatjana Taft und ihr seht Wave, das Magazin. Ja, ich demonstriere mit vielen Menschen, die für Gleichstellung demonstrieren. Und das ist leider immer noch nötig in unserer Gesellschaft.